Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminki für dich, denn ich teste ein paar neue Produkte, die bei mir eingetroffen sind. Zum einen habe ich mir das Kiso Beauty Pinsel Set bestellt, was ich heute testen möchte und mich ausschließlich mit diesen Pinseln schminken möchte. Dann habe ich, also diese Pinsel, die sage ich auch nachher nochmal, dann habe ich von Purish wieder was zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank, und zwar von The Manta March, die Ofra Collection. Mega geil, ich freue mich so sehr. Und dann habe ich mir noch eine Lidschattenpalette mit meinem eigenen Code bei Juvia's Place, ach Quatsch, bei Purish geholt, von Juvia's Place, so. Und zwar ist das die The Tribe by Juvia's. Das ist diese hier und die wird gleich verwendet. Und wenn du Bock drauf hast, das alles mit mir zusammen auszutesten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir so eine neue Lampe gekauft und ich weiß nicht, ob das jetzt vom Licht her dann besser aussieht. Ich habe mir auch eine neue Lampe für oben gekauft, die wir morgen erst montieren werden oder heute Abend, das weiß ich noch nicht, aber die ist noch nicht da, weil ich finde, dass manchmal hier alles ein bisschen zu dunkel, aber ich arbeite dran, denn der Umzug von meinem YouTube-Zimmer in das nächste Zimmer ist jetzt ein bisschen verschoben, weil da ist jetzt erstmal so Laufband und Sportgerät und sowas alles drin. Genau, es gibt in diesem Video auch eine Verlosung, und zwar verlose ich, weil ich in diesem Video eine Kooperation mit drin habe, weil das mache ich eigentlich immer. Weil wenn ich was kriege, kriegt ihr auch was. Von Bruno Banani, Not for Everybody, Made for Woman. Das ist ein Parfüm. Das ist dieses hier, das hatte ich letztens mal gekauft. Und ja, ein mega schönes, sehr, sehr, sehr blumiges Parfüm, was ich richtig geil finde. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Zuallererst benutze ich ein paar Produkte, um mein Gesicht auf das vorzubereiten, was da gleich kommt. Und das seht ihr jetzt im Schnelldurchlauf. Leider sitzt heute meine Foundation ganz besonders furchtbar, weil ich ja so eine kleine allergische Reaktion habe und deswegen halt so eine, ja, trockene Orangenhaut habe, würde ich mal so sagen. Und auch sehr, sehr trockene Lippen. Das hat aber damit nichts zu tun, das hat einfach was mit dem Wetter zu tun. Und da nehme ich mir jetzt eben kurz einen Lippenpflegestift, um den auf meine Lippen drauf zu machen. Das ist jetzt einer von Douglas einfach. Der war, glaube ich, im Adventskalender. Ich werde jetzt das erste neue Produkt verwenden, deswegen sind wir wieder auf normal Schnelligkeit, sage ich mal. Da verwende ich hier von Kiso aus dem Pinselset diesen Puderpinsel. Den soll man angeblich für Puder, Bronzer und Blush verwenden können. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Ich finde den relativ klein, muss ich sagen. Ich meine, klar, damit kannst du dich abpudern. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, eigentlich arbeite ich lieber bei Bronzern und bei Puder mit großen, fluffigen Pinseln. Aber gut, ja. Er fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an. Farblich schön. Ich mag dieses Petrol mit diesem matten Gold mit dabei. Oder ja, Gold. Und da verwende ich jetzt das Translucent Powder von Jeffree Star. Das ist dieses hier. Ich verlinke dir natürlich auch alle Produkte unten in der Infobox. Um jedoch unter meinen Augen zu setten, verwende ich diesen Pinsel. Das ist sowohl ein Pinsel, um unter den Augen zu setten, ja, als auch ein Highlighter-Pinsel. Oder Baking-Pinsel hatte sie jetzt, glaube ich, auch mit dazu geschrieben. Deswegen nehme ich mir ein bisschen was von dem losen Puder auf und sette unter meinen Augen. Und ja, das stimmt. Von der Pinselform passt das sehr, 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 sehr gut. Da kommst du wirklich schön an die untere Augenpartie und kannst das lose Puder oder das Puder generell, was du gerade so verwendest, schön auftragen. Und um jetzt mein komplettes Gesicht abzupudern, nehme ich diesen etwas größeren Pinsel. Der nimmt auch schön Produkt auf. Und dann zette ich einmal mein komplettes Gesicht. Jetzt löst sich schon das erste Haar im Pinsel. Ich meine, das kann durchaus vorkommen, ne? Aber schon bei der ersten Benutzung? Naja. Ja, das Abpudern meines Gesichtes hat jetzt tatsächlich etwas
Oh, mit Augen auf, das ist eine ganz blöde Idee. Ja, das Abpudern meines Gesichtes hat jetzt tatsächlich doch etwas länger gedauert, als ich normalerweise dafür brauche. Aber naja, gut, ne? Das ist ein solider Pinsel. Flasht mich jetzt nicht so ungemein. Aber ist auf jeden Fall okay. Der nimmt gut Produkt auf, gibt gut Produkt ab. Das Einzige, was mich jetzt halt hier ein bisschen verwirrt hat, ist, dass tatsächlich schon direkt ein Haar rausgefallen ist. Hier ist eins so ein bisschen schräg, aber das wird beim ersten Waschen wahrscheinlich schon wieder ordentlich werden. Aber ja. Und ich finde es irgendwie ein bisschen, ich finde den so kurz, ne? Normalerweise hast du ja wirklich so diese richtig langen Pinsel. Also ich nehme mal so einen Luvia-Pinsel einfach mal. Das ist jetzt ein Foundation-Buffer, aber ne, das ist so die normale Länge von solchen Pinseln. Und gerade so Puderpinsel sind ja auch nochmal ein Stück länger. Naja, widmen wir uns nun diesem wundervollen Set von Ofra. Ich bin super gespannt, wie diese Kooperation zwischen Ofra und Samantha March so ist. Also du hast hier einen Blush, Bronzer und Highlighter mit dabei. Du hast einen Liquid Lipstick und einen Lip Topper müsste das sein. Und das ist ja echt wie so ein Buch, ne? Das ist total großartig. Hier oben hast du den Highlighter, hier hast du den Blush und hier hast du den Bronzer. Hier hast du den Liquid Lipstick und hier hast du dann den Topper. Ja, und das möchte ich alles verwenden. Und das ist Samantha March. Die kannte ich ehrlich gesagt noch gar nicht, die YouTuberin. Ich glaube, das ist eine YouTuberin, oder? This book wrote itself. We began with a highlighter and by the end we had a friend. Mal gucken, ob wir Freunde werden. Dann starten wir jetzt einfach mal mit dem Bronzer-Duo. Ach, ich liebe ja die Verpackung von Ofra. Das ist so schön. Dieses schlichte, weiße, dann das Ofra-Logo da drauf und dann diese hochwertige Verpackung, die mit einem Magnetverschluss dann schließt. Und hier hast du, schön, Spiegel. Wow, richtig gute Spiegelqualität. Ich habe den ja eben schon benutzt für, ich gucke mal näher bei mir, was so im Gesicht abgeht. Und hier haben wir zwei verschiedene Bronzer. Einen matten Bronzer und einen Schimmerbronzer. Das sind diese zwei und ich finde, gerade jetzt kann man die auch einfach sehr, sehr gut mischen. Man kann sich aber auch nur bei dem Matten aufhalten, wenn man möchte. Interessant finde ich, dass du tatsächlich auch nur eine Bronzerfarbe hier mit dabei hast, ne? Also wirklich für alle Hauttypen. Die Samantha ist, sie ist zwar blond, aber ich glaube, dass sie vom Typ her ein bisschen dunkler ist als ich, weil ich bin ja wirklich eine Kalkleiste. Und dann nehme ich mir diesen Pinsel, den ich ja eben auch schon verwendet habe, fürs Puder. Und jetzt trage ich mir erstmal nur den matten Bronzer auf. Oh, der ist aber sehr soft, was ich schön finde, weil du das dann auch richtig gut portionieren kannst. Portionieren vor allem, dosieren. Oh, ist der geil. Ui, gib mir Dimension, Baby. Jetzt. Der wärmt das Gesicht wirklich schön auf. Das ist super harmonisch. Das ist ein toller Bronzer. Man sieht ihn kaum, wirklich, ne? Weil ich ihn auch sehr subtil dann aufgetragen habe. Das Ganze kann man natürlich auch noch intensivieren. Und gleich gebe ich mir natürlich auch noch den Topper drüber. Da kommt dann noch mehr Shine Shine Baby rauf. Dafür ist der Pinsel jetzt tatsächlich echt gut. Ich hätte normalerweise gedacht, naja, Bronzer möchte ich mit so einem großen, fluffigen Pinsel auftragen. Nee, dafür ist er richtig gut geeignet jetzt gerade. Gerade jetzt gerade. Ja. Und der lässt sich so schön ausblenden. Das ist zack, direkt integriert in meine Haut. Schön. So, jetzt gebe ich mir mal den Topper auch noch ein bisschen drüber. Hui, der ist super warm, lässt sich aber auch dann wieder schön ausblenden, wenn einem das zu intensiv erscheint, was ich dann auch schon wieder gut finde. Ist das ein gutes Produkt? Ja, das ist ein Produkt, was ich mag. Ich gehe jetzt einfach, um das jetzt weiter aufzubauen, in beide Produkte rein, wobei man da wirklich aufpassen muss, wenn man dann in den Schimmer reinkommt, hast du halt auf einmal auch sehr, sehr viel auf dem Gesicht, lässt sich aber wie gesagt auch schön ausblenden. Und dann haben wir hier einmal die aufgewärmte Seite und hier die nicht aufgewärmte Seite. Und ich finde, es macht schon ordentlich was aus, ne? Mag ich gerne. Ich meine, Bronzer macht generell dann was aus, aber das sieht wirklich schön aus. Bin begeistert. Und dieser Schimmer, der mit dabei ist, ist eher so ein Glow. Das heißt, man kann auch direkt in beide Farben reingehen. Das finde ich echt schön.
Und zu dem Pinselset von Kisu, ich glaube, das richtet sich dann halt wirklich an diese Pinselverschmuffel, wie ich ja auch einer bin, so um ehrlich zu sein. Genau, dass man halt in einem Look einen Pinsel mehrfach verwenden kann. Also quasi jetzt diesen Pinsel erst für das Puder, dann für den Bronzer, nachher nochmal für den Blush. Also finde ich wirklich gut. Das ist ein wirklich schönes, edles Ergebnis. Das gefällt mir. Weiter geht's mit dem Blush. Auch wieder hier diese Rondelloptik und da hast du auch wieder zwei verschiedene Blushes drin. Hier haben wir auch wieder einen matten Blush und einen Topper, würde ich mal so sagen. Und mit dem Topper kannst du den Blush ein bisschen verdunkeln. Und auch hier haben wir einmal die Swatches. Ich glaube, der Topper könnte wirklich etwas zu dunkel für mich werden. So, den Pinsel von gerade machen wir ein bisschen sauber. Und dann gehe ich erstmal hier in den matten Blush rein. Wow, das ist gut pigmentiert. Kommt aber auf der Wange so natürlich rüber. Schön. Eine natürliche Röte. Ich glaube, wenn man diesen Blush und diesen Bronzer in Kombination verwendet, sollte man sich entscheiden. Entweder möchte ich meinen Blush toppen und da halt Schimmer drauf machen oder meinen Bronzer. Ich glaube, dass das irgendwie dann etwas harmonischer ist. Ansonsten wirkt dein Gesicht dann extrem glowy. Ich habe jetzt ja noch keinen Topper drauf gemacht. Ich wollte jetzt einfach nur mal das Matte auf beide Seiten geben, einfach, dass wir uns da mal einen Eindruck verschaffen können. Also so würde ich das jetzt persönlich wirklich lassen, weil ich habe eine Foundation, die so einen Glow mit dabei hat. Ich habe schon einen Blush-Topper, einen Bronzer-Topper verwendet, sodass mein Gesicht von außen schon am Strahlen ist und nachher dann ja auch einen Highlighter bekommt. Aber hey, wir sind in einem Testvideo, das heißt, wir verwenden jetzt auch den Blush-Topper, der hier mit dabei ist. Und da gehe ich wirklich ganz vorsichtig mit dem Pinsel nur einmal kurz rein, klopfe das auch ein bisschen so rein und setze mir den mal hier nur so in die Mitte und verteile es dann halt nach außen hin, aber vor allem punktuiert in der Mitte unter meiner Pupille quasi. Das wäre jetzt der Blush einmal mit Topper und ohne Topper. Ich glaube, ohne Topper gefällt er mir wirklich ein Stückchen besser, weil die Foundation, die ich trage, hat eine semi-starke Deckkraft, sodass meine Sommersprossen auch noch ein bisschen hindurch scheinen. Und wenn ich dann noch einen Blush-Topper verwende, werden diese Sommersprossen, die auch ja, halt ein bisschen dunkler halt einfach sind als meine Haut, etwas mehr betont und dann sieht das etwas fleckiger aus. Oder? Also, ich finde das. Um aber das Ganze symmetrisch zu haben, gebe ich mir hier auch nochmal den Topper drüber. Das kann man wirklich leicht machen. Was ich positiv finde, ist, dass er meinen Blush jetzt nicht in dem Sinne verdunkelt, sondern dass er einfach nur hier so einen nassen Glow noch mit drüber gibt. Ja, das ist auf jeden Fall intensiv, aber irgendwie finde ich es ganz niedlich. Auch der Blush gefällt mir richtig gut, da kann man halt wirklich auch mit spielen, ne? Je nachdem, wie man ihn gerne hätte. Kommen wir nun zum Highlighter und ich liebe die Ofra Highlighter. Da habe ich ja auch einen kleinen Rodeo Drive Mini, den ich in meiner Tiny Make-Up Challenge verwendet habe. Und ja, jetzt habe ich hier den Highlighter Start Inspired. Das ist dieser hier. Und das ist ein Mix aus zwei verschiedenen Highlightern. Das ist wirklich super cool. Das sind einmal ein rosafarbener Highlighter und ein champagnerfarbener Highlighter. Und selbstverständlich wieder das gleiche Packaging, dieser wundervolle Spiegel. Mega. Ich bewahre bei mir ja Blush, Bronzer und Highlighter sowieso getrennt auf. Das heißt, ich bringe die Produkte jetzt nicht irgendwie durcheinander oder so. Wenn man die aber alle drei zusammen in der Schminksammlung hat, dann wird man wahrscheinlich durcheinander kommen, wenn man nicht hinten immer extra drauf schaut. Aber du, ne? Das ist nur eine kleine Anmerkung. Ich habe hier meinen Highlighterpinsel, den ich aber gleich erst verwende, weil erst swatchen wir. Mensch, gehe ich erstmal in diesen, wow, buttrigen, rosafarbenen rein. Ui. Und dann in den champagnerfarbenen. Boah, die fühlen sich so hammermäßig an. Da muss ich gar nicht viel zu sagen, ne? Das spricht ja alles für sich. Ich mache das mal eben irgendwo, wo ich minimal brauner bin. Also hier so quasi. Das ist halt nicht viel brauner hier bei mir, aber ja, da sieht man es besser, ne? Genau. Weil ich bin einfach in der Arminnenfläche kalkweiß.
Tut mir leid. Ja, und da werde ich jetzt ein links, ein rechts. Wir versuchen es mal. Genau, da nehme ich jetzt, man kann es auch mischen, ne? Natürlich, auf meinen Pinsel hier ein bisschen was. Ich mache den jetzt nicht irgendwie abklopfen. Nein, ich mag das. Und dann mache ich mir den hier hin. Schön. Hat leichte Glitzerpigmente auch mit drin, die man dann auch sieht, aber nur ganz leicht. Das ist noch vollkommen im Rahmen und dieser Glow. Wow. Okay, dann drehe ich meinen Pinsel und nehme mit der anderen Seite den rosafarbenen auf. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt irgendwie einen Unterschied sehen zwischen rosa und pink, zwischen rosa und Champagner. Ich glaube, rosa gefällt mir fast schon besser. Der ist ein bisschen kühler, dafür ist der dann ein bisschen wärmer. Und in Kombination gebe ich ihn mir dann in die Mitte. Ich finde das gerade sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ein unheimlich schönes Face-Set, oder? Das macht echt einen tollen... tolles Ergebnis. Das sieht... Ja, man sieht, dass ich geschminkt bin, ne? Aber ich finde, es sieht nicht zu intensiv aus, dass man jetzt irgendwie hinten überfällt, weil man sich denkt, oh mein Gott, was hat die denn da jetzt alles im Gesicht, ne? Ach, und ich habe noch keinen Fixing Spray verwendet. Das machen wir gleich noch. Gut, ja, gefällt mir. Vielen Dank, Purish, das ist echt toll. Hier verwende ich auch eins von den neuen Pinselprodukten und zwar ist in dem Pinselset auch ein Augenbrauenbürstchen mit drin und das war schon vorher abgeknickt. Heute hatte ich einfach mal Lust auf mal wieder so ein bisschen buschigere Brauen. ja, ich muss sagen, zu dem Augenbrauenbürstchen, es ist okay, es ist solide, aber also zum einen wäre es cool gewesen, wenn man schon so einen Pinsel mit in ein Pinselset von einem Influencer mit reinpackt, ne, dass man hier dann noch irgendwie so ein Augenbrauen- oder Eyelinerbürstchen mit dran gepackt hätte, also quasi diese abgeschrägten, sehr, sehr dünnen, schmalen Bürstchen. Ja, oder halt nicht, aber... Ja, es ist einfach ein Augenbrauenbürstchen. Ist okay, ist aber jetzt nicht irgendwie so, wabawo, mega krasses Ding. Ja, ich musste tatsächlich meine Augenlider einmal setten mit dem Puder, weil in dieser Palette ist jetzt nicht unbedingt ein Ton mit dabei, den ich zum Setten verwenden würde. The Tribe by Juvia's hat wirklich grün-braune Töne, die super zu meiner Augenfarbe passen. Jedenfalls finde ich das so auf den ersten Blick. Und damit möchte ich jetzt erstmal einen Look schminken. Was ich schön finde, ist, dass du hier auch Namen mit drin hast. Was ich schade finde, bei Juvia's Place hast du halt keinen Spiegel mit dabei. Aber hey, komm, wir haben so viele Spiegel hier, da kann ich einen von benutzen. Das kriegen wir alles hin. Ich werde dafür drei Pinsel verwenden. Jedenfalls versuche ich wirklich einen Look nur mit diesen drei Pinseln zu schminken. Das sind auch die drei Lidschattenpinsel, die sich halt in dem Set befinden von Kiso. Das ist einmal so ein Pinsel, der ja so ein bisschen zusammengedrückt und flacher ist, aber halt auch so ein Blendepinsel. Das heißt, damit werde ich auch schön in die Lidfalte gehen können. Dann haben wir hier einen sehr, sehr großen und sehr, sehr fluffigen Blendepinsel. Der ist also lang halt, ne? Deswegen groß. Das heißt, du kannst da auch schön mit ausblenden. Und einen sehr präzisen Point Brush. Das ist dieser hier. Der ist einfach abgerundet, festgebunden und kurz. Man sieht es leider auch wirklich sehr, sehr gut jetzt von der Nähe, wie furchtbar meine Kinnpartie aussieht, meine Nase und so weiter. Das ist halt aktuell der Situation geschuldet. Dementsprechend, wir stören uns jetzt einfach mal nicht dran. So, ich nehme einen Spiegel und lege mir den oben in die Palette rein. Das mache ich eigentlich immer so, wenn ich in Paletten keinen Spiegel drin habe. Dann habe ich hier so einen Handspiegel. Die Palette habe ich mir übrigens gekauft, nachdem ich die Paletten von Purish zugeschickt bekommen habe. Und da war ich angefixt, weil die Qualität mir so gut gefallen hat. Und ja, zuallererst gehe ich dann hier in die Farbe Tutsi. Grün ist eine schwierige Farbe. Da habe ich jetzt gut was hier auf dem Pinsel. Ich klopfe das aber vorsichtig erstmal ab, weil ich erstmal testen möchte, wie sich das auf dem Auge macht. Und die gebe ich mir wirklich auf mein komplettes Lid. Also das Bewegliche. Ja. Muss ich nicht abklopfen. Ich tupfe die Farbe eher auf, als dass ich sie verblende. Also ja, erstmal möchte ich da auf das Auge Farbe bekommen.
weil ich ein Schlupflid habe, ziehe ich mir die Farbe auch ein bisschen höher. Aber jetzt nicht ultra viel. Ich habe nämlich eine Idee, was ich mit dieser Palette treiben könnte. Es wird ein richtig schönes Froschgrün. Ist mutig, ne? Ist richtig, richtig mutig, aber ich finde das irgendwie cool. Jetzt nehme ich mir mal den präzisen Pinsel und gehe damit in die Farbe San oder San. Den setze ich mir hier unten einmal an den unteren Wimpernkranz, aber nur im äußeren V. Und dann ziehe ich ihn mir auch ein bisschen in die Lidfalte. Schöne Pigmentierung, wirklich schöne Pigmentierung. Und grün ist keine leichte Farbe, glaube ich. Jetzt esse ich mir eben eine Pizza und dann machen wir gleich weiter. Das war lecker. Musste auch einfach mal sein. Mit Masai oder Masai, ich würde eher sagen Masai, werde ich das Ganze mal nach oben hin etwas ausblenden. Ich dippe da auch nur einmal kurz rein, habe ein bisschen Farbe auf dem Pinsel und blende das vorsichtig nach oben bzw. nach außen. Ich muss sagen, dass mir dieser Blendepinsel nicht unbedingt gut gefällt, weil er mir etwas zu flexibel ist. Also die Härchen sind einfach zu lang. Aber wie erwartet, lassen sich die Töne super schön miteinander verblenden und verbinden, was natürlich auch daran liegt, dass die Töne eine ähnliche Farbfamilie haben. Wir haben erst ein Grün, dann haben wir ein dunkles Petrolgrün und hier haben wir so ein Limettengrün. Natürlich geht das in eins über. Hier haben wir jetzt die vier Schimmertöne und da haben wir wirklich die Qual der Wahl, wie wir jetzt weiter vorgehen, oder? Den Ton Koro setze ich mir in den Innenwinkel, ziehe den auch ein bisschen noch mit rein auf mein bewegliches Lid und unter die Augenbraue. Der Pinsel nimmt die Farbe okay auf, aber ich denke, ein Smudger oder so fehlt einfach auch noch in diesem Pinselset. Das könnte man fast schon so lassen, aber wir sind auf meinem Kanal, Leute. Das lassen wir natürlich nicht zu. Den Ton Chaga oder Chaka gebe ich mir auf mein Zentrum. Aber ich glaube, das geht besser mit dem Finger. Stimmt. Ja, definitiv geht das besser mit dem Finger. Wow. Und nach außen hin setze ich mir den Ton Kuba. Das dürfte jetzt mit dem Pinsel funktionieren. Besser mit dem Finger. Definitiv besser. Dadurch, dass ich versucht habe, die Töne mit dem Pinsel aufzutragen, die Schimmertöne, habe ich hier ein bisschen Fallout. Das kann ich mit diesem Pinsel aber ganz gut wegwischen. Jetzt gehe ich noch einmal hier durch meine Lidfalte durch, einfach ohne neues Produkt aufzunehmen. Das ist einfach nur, damit da die gegebenenfalls sich festgesetzt haben, dünnen Schimmerpigmente einfach mal weggehen. Ja, gefällt mir oben auf dem Lid sehr, sehr gut. So, den Point Brush mache ich mir jetzt wieder an meinem Handtuch oder jetzt, ja, gehe ich in den Pinselreiniger. Ich habe hier einen von BH Cosmetics, einfach so ein Pöttchen. Dann mache ich den ein bisschen sauber, denn jetzt gehen wir in die Farbe Ashanti rein. Das ist dieser Ton und der kommt an den unteren Wimpernkranz. Das Ganze auch so ein bisschen auszubalancieren und ja, ich finde das richtig cool. Das hat was so von Waldfee, oder? Das ist kein komplettes Braun, das hat auch irgendwie so, weiß ich nicht, was Gelbes mit dabei. Also ich würde fast schon sagen, das ist ein Ocker. So sieht auf jeden Fall meine Interpretation zu der Juvia's Place The Tribe Lidschattenpalette aus. Ja, ich mag das irgendwie mit dem Grün total gerne. Ich mag das auch, dieses Waldfeen-Stil-Gedöns. Also ich habe dann ja auch diesen Glow von der Base, was ich richtig schön finde. Das passt gut zusammen. Und ja, widmen wir uns nun den Lippenprodukten, würde ich sagen. Da haben wir jetzt hier zwei Produkte, die zum Augenlook sehr gut passen werden. Das ist einmal der Long Lasting Liquid Lipstick hier. Ja, so ein schöner nudiger Mauve-Ton, beziehungsweise nude ist es nicht. Das ist so ein rotbraun.
Das ist die Farbe Story. Dann erzähl mir mal deine Geschichte. Ja, meine Lippen sind halt jetzt wirklich richtig trocken. Gucken wir mal, wie dieser matte Liquid Lipstick sich auf meinen sehr trockenen Lippen verhält. Das ist ein sehr kleines Applikatorfüßchen und das Produkt, das scheint sehr, sehr fest zu sein. Riecht aber sehr angenehm. Der fühlt sich jetzt soweit schon mal ganz gut auf den Lippen an. Wir müssen mal gucken, wie der sich so verhält, wenn er trocknet. Weil, also so super angenehm. Wirklich super angenehm. Aber Liquid Lipstick ist immer so eine Sache. Ich mag es einfach nicht, wenn die so hart runter trocknen und die Lippen so austrocknen. Das finde ich immer so, ne, gerade wenn man trockene Lippen hat, ist das immer eine schwierige Kiste. Aber jetzt erstmal soweit so gut. Und ich glaube, der so samtig, das fühlt sich super angenehm auf den Lippen an. Das ist jetzt irgendwie kein mega dickes Gefühl oder sowas. Ich finde den schön. Ja, also der ist jetzt noch nicht irgendwie getrocknet oder so. Der ist noch einfach, weiß ich nicht, ich glaube, der braucht ein bisschen, um zu trocknen, oder? Aber ich möchte jetzt trotzdem noch einen Topper drüber geben, weil ich möchte das Ganze komplettiert in meinem Gesicht haben. Übrigens kann ich diesen wundervollen Haarreifen zwischenzeitlich auch mal abnehmen, finde ich. Da habe ich diesen Liptopper in der Farbe Milli. Der ist wie Partyglitzer, muss ich wirklich sagen. Weiße Schimmerpartikel sind da mit drin, da sind da blaue, rosane, alles mit dabei. Ich glaube, das ist dann halt wirklich ein richtiger Gloss, sodass das dann quasi wieder ein bisschen angenehmer zu tragen wird, sage ich mal. Weil Liquid Lipstick an sich trage ich ja auch nicht solo, ich mache da immer irgendwas drüber. Ist aber sehr, sehr dick. Aber auf den Lippen geht's. Da macht man dann den matten Effekt entsprechend weg und macht sich hier so ein Highlight einfach drauf. Und das finde ich super schön. Und bei weitem nicht so bunt, wie ich das jetzt im ersten Moment gedacht hätte. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und irgendwie ist es cool, mich so bunt zu sehen. Aber dieses Grün finde ich schon ziemlich ungewohnt. Das ist auf jeden Fall mal was, was ich so in dieser Art und Weise noch nicht hatte, glaube ich. Jedenfalls noch nicht so ausgeprägt. Ja, also Fazit. Dieses Ofra-Set auf jeden Fall mal anschauen, weil das sind richtig, richtig gute Produkte. Mir gefällt wirklich alles. Blush, Bronzer, Highlighter gefällt mir. Die Lippenkombi finde ich wirklich tragbar und schön. Die kannst du zu so gut wie jedem Look tragen, weil das sehr, ja, neutral ist, sage ich mal, ne? Wirklich neutral. Auch die Blushes und die Bronzer kannst du halt wirklich genau so dosieren und positionieren, wie du sie gerne hättest. Deswegen absolute Empfehlung von meiner Seite. Die Pinsel von Kiso, muss ich gestehen, sind nicht so ganz meine Welt. Also ist jetzt nicht so das Beste vom Besten, wo ich sage, oh mein Gott, ja, das ist das Pinselset, auf das ich Ewigkeiten gewartet habe. Denn ja, es hat ziemlich lange gedauert, bis es bei mir eingetrudelt ist. Nichtsdestotrotz, schaut euch das gerne an, wenn ihr möchtet. Ich habe euch so meine Meinung dazu in diesem Video gesagt. Und ja, das war jetzt tatsächlich mein Ich teste neue Produkte aus Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!